Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend zur dritten Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit. Sind sehr froh und auch ein bisschen stolz, dass Sie uns hier die Treue halten und unser kleines Abenteuer mit begleiten. Ich will ein paar Sätze zur Reihe sagen. Die Reihe Auf der Höhe hat sich vorgenommen, nochmal entlang von zeitdiagnostischen Schlagworten, also sagen wir einfach anhand von Schlagworten, nochmal so ein bisschen auf die Gegenwart zu schauen, gerne auch mit Schlagworten, die so ein bisschen quer liegen zu den abgedroschenen und durchgekauten Schlagworten, die wir alle schon 100-mal gehört haben. Und wir sind heute beim dritten Schlagwort, Copy and Paste. Wir hatten schon A wie Authentizität mit dem fantastischen Dietrich Dietrichsen. Wir hatten Burnout mit der ebenso fantastischen Greta Wagner. Und wir sind jetzt heute eben bei Copy and Paste, wobei Copy and Paste, das sollte man vielleicht nochmal sagen, eher gedacht ist als Einstieg, um sozusagen in das, ja, sagen wir mal, widersprüchliche Neue unserer digitalen Welt, über das widersprüchliche Neue unserer digitalen Welt nachzudenken. Und Sie werden sehen, dass sich im Laufe des Abends alle möglichen zeitdiagnostischen Gedanken um die digitale Welt ranken werden, ausgehend von diesem Schlagwort Copy und Paste. Ich will auf jeden Fall gerne kurz unsere Referentin für heute Abend vorstellen, die sicher Ihnen schon bekannt ist, zumindest all denjenigen, die sich mit dem Thema befassen. Wir sind unheimlich froh, dass es uns gelungen ist, Mercedes Bunz für den dritten Vortrag hier zu gewinnen. Mercedes Bunz lebt in London, hat also einen weiten Weg in Kauf genommen, um heute Abend zu uns zu sprechen, arbeitet dort als Journalistin etwa fürs Deutschlandsradio oder für Bayern 2 und ist darüber hinaus aber auch noch in Deutschland wissenschaftlich tätig an der Universität Lüneburg. Mercedes Bunz hat Philosophie und Kunstgeschichte an der FU Berlin studiert und ist mir das erste Mal auffällig geworden und da haben wir uns auch kennengelernt als Chefredakteurin der Zeitschrift, der Kulturzeitschrift Debug, die sich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit Fragen von der digitalen Moderne befasst hat, übrigens auch mit Cuts and Scratches, wie wir damals zu sagen pflegten, also eigentlich auch schon mit Fragen von Sampling, Copy and Paste in der elektronischen Musik, Urheberschaft, Zitaten und all diesen Dingen und ist deswegen auch als sozusagen als Kulturwissenschaftlerin hervorragend geeignet für den heutigen Vortrag. Sie war dann, das muss man in diesem Haus erwähnen, Stipendiatin der Heinrich Böll Stiftung, darauf sind wir auch ein bisschen stolz und hat bei Josef Vogel in Weimar promoviert. Danach war sie in der journalistischen Praxis tätig als Chefredakteurin bei der Citi und dann in der Online-Redaktion beim Tagesspiegel und war dann einige Jahre beim Londoner Guardian aktiv, auch unter anderem zu digitalen Fragen. Wir freuen uns sehr, Mercedes, dass du da bist und freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Abend. Ja, danke Peter für die netten einführenden Worte und für die nette Einladung. Ich freue mich natürlich sehr bei der Stiftung, die meine Dissertation finanziert hat, sprechen zu können. Hat offensichtlich was gebracht. Peter hat es ja schon gesagt, in meinem Vortrag wird Copy und Paste eine Rolle spielen, dass das ein sehr, sehr frühes Phänomen der Zeit ist. Es geht bei mir eigentlich eher darum zu fragen, wie verändert Technologie eigentlich unsere Gesellschaft und wirklich tatsächlich diesen Titel der Reihe, Diagnosen auf der Höhe der Zeit ernst zu nehmen und so einen Schritt zurückzutreten. So, jetzt habe ich mein Mobil.
Ihr Telefon hier unten gelassen, das brauche ich aber, damit ich Ihnen nicht zu lange was erzähle und Sie einschlafen und sich twitternd wach halten müssen. Das soll auf keinen Fall so sein. So. Also, die Zeit läuft. Copy und Paste wird hier also als Beispiel verstanden. Das war tatsächlich, glaube ich, einer der ersten Diskurse, bei dem wir gemerkt haben, dass irgendwas nicht mehr in unsere Welt hineinpasst. Ich kann mich damals erinnern, auch hier in der Böll-Stiftung immer wieder Diskussionen über Copyright, über Sampling geführt zu haben. Das geht heute natürlich noch viel weiter. Ich will jetzt nicht nochmal die ganzen Argumentationen rund um das Copyright nochmal aufreißen, sondern mir geht es darum, wirklich einen Schritt zurückzutreten. Ist ganz klar, dass sich mit der Digitalisierung unglaublich viel verändert. Das Wissen, das wir früher im Regal hatten, das tragen wir heute auf so einem iPhone mit uns oder auf dem iPad. Das ist ganz klar, dass damit sich unglaublich viel für unsere Gesellschaft verändert hat. Also eine Welt, in der sowas passiert, ist nicht die gleiche. Man kann sogar sagen, wenn man Zugang zum Internet hat, ist es eben nicht nur das Regal mit der Kultur, das man mitnimmt, sondern es ist tatsächlich ein Wissen, das Wissen, das wir früher mal in Bibliotheken gespeichert haben. Und natürlich gibt es immer wieder die Diskussion, ist der Zugang zum Internet auch sowas wie ein Lebensrecht? Also gehört das dazu? Sollte man das haben müssen, können, dürfen? Wie sehr ist Access wichtig, damit jeder ein Teil dieser Gesellschaft sein kann? Die digitale Spaltung ist da natürlich auch ein Thema. Was mich in meiner Arbeit als Kulturwissenschaftlerin aber interessiert, und Sie haben schon gehört, ich habe Kunstgeschichte und Philosophie studiert und das kommt dann immer mal wieder an Ecken und Enden durch, nicht nur beim Zeichnen. Es ist ganz klar, dass sich das Wissen mit der Digitalisierung massiv verändert. Und meine Frage, die mich immer wieder interessiert, ist, wie begreift man das eigentlich? Wir haben neue Technologien, die irritieren die alte Welt. Und bevor wir irgendwas schlecht oder gut finden, plädiere ich immer dafür, dass man sich erstmal anschaut, was passiert da eigentlich. Und ich glaube, wir verstehen besser, was passiert, oder wir verstehen überhaupt nur, was passiert, wenn wir einen Schritt zurücktreten. Ich selber habe ja lange für den Guardian gearbeitet, also für die City und für den Tagesspiegel und für die Debug, aber am Schluss eben für den britischen Guardian, bei dem ich Technologiereporterin war und am Tag bis zu 3 Artikeln geschrieben habe, da ist online und offline zusammen. Und da ist es tatsächlich so, dass die IT-Nachrichten, Sie wissen das ja selber, tagtäglich so über einen hinwegströmen. WhatsApp ist gerade an Facebook verkauft worden. Andauernd gibt es so kleine Entwicklungen. Aber was die eigentlich für uns als Gesellschaft bedeuten, da gibt es nicht so richtig, das ist noch viel problematischer, weil man schon wieder durch das Nächste abgelenkt wird und sich dann darüber mit befassen muss. Es gibt aber Hilfe. Es gibt Hilfe, um diesen kleinteiligen Strom, der in gewisser Weise eine viel, viel grundlegendere Verschiebung zudeckt, um diese grundlegende Verschiebung aufzudecken, nämlich in der Geschichtswissenschaft. Mit diesem Mann hier, weiß jemand, wer das ist? Franzose, Ferdinand Braudel. Das ist ein französischer Historiker der École des Annales. Das Besondere an dieser Art von Geschichtswissenschaft ist, dass die gesagt haben, Ereignisgeschichte ist was, was uns nicht interessiert. Das hilft natürlich enorm, wenn man im Stroh der IT-Nachrichten untergeht. Er hat gesagt, Geschichte ist nicht mehr, also die ganze Gruppe, die da geforscht hat, nun Marc Bloch rum, Geschichte ist nicht mehr als Ereignis. Geschichte, Ereignisgeschichte gibt es natürlich auch, aber wir müssen uns Geschichte in verschiedenen Layern oder Schichten denken. Und er war interessiert an der langen Dauer. Er war daran interessiert, sich Geschichte anzugucken, nicht an den tagtäglichen politischen Ereignissen, Königen, die sterben, Politiker, die berufen werden, sondern an den langsamen Bewegungen, die unten drunter liegen. Also beispielsweise eben einer technischen Einführung, welche Auswirkungen die hat. Und da gibt es so ein schönes Bild, ich hoffe, Sie können das alle sehen, wie eben diese lange Dauer unten gemalt ist und tatsächlich die Art, wie unsere Gesellschaft ist, um solche Erfindungen herum komplett verschiebt. Das ist das, was ich heute machen will. Ich will versuchen, Digitalisierung als eine langfristige Entwicklung zu begreifen
und die mal zur Industrialisierung ähnlich zu setzen und sich das anzuschauen. Das habe ich in meinem Buch gebracht, das können Sie jetzt hier ganz kurz sehen, in seiner schönen Türkisheit. Dann mache ich das wieder weg. Das meinte übrigens nicht, dass Sie das bei Amazon kaufen sollen, aber ich habe das auf die Schnelle nicht anders im Internet gefunden. Was mich hier interessiert, ist, dass man mit Braudel eben diesen Schritt zurücktreten kann und die Auswirkungen der Technologie, in unserem Fall also die der Digitalisierung, dass die denen der Industrialisierung in nichts nachsteht. Natürlich bleibt die Welt und auch das Wissen nicht das Gleiche. Und dieses Bild, das Sie da sehen, das ist jetzt, wenn man Information Overload sucht, kriegt man das eingegeben von Google, wenn man in London wohnt. Das ist, glaube ich, das, was wir als erstes alles mit dem Internet verbinden. Es gibt eine Informationsüberflutung. Das Problem ist bekannt, das vorhandene Wissen, das wir heute haben, übersteigt das Wissen, das wir verarbeiten können, bei weitem. Wir können auf viel, viel mehr Wissen zugreifen, als wir fähig sind zu prozessieren, wenn man das mal mit dem technischen Ausdruck nennen will. Die alten Techniken von Lesen, Close Reading, genaues Durchlesen, geraten damit an ihre Grenzen. In der Kulturwissenschaft werden jetzt weitere Elemente erforscht, wie man denn anders lesen kann. Es gibt neue Techniken des Lesens, damit man dieser Informationsüberflutung nur halbwegs Herr werden kann. Ein Beispiel dafür ist Catherine Hales, die in Amerika lebt und forscht, die das kursorische Lesen erforscht oder das Scannen von Informationen, die ich da sehr gut finde und die eine sehr, sehr andere Position vertritt als die, die wir alle kennen und die uns viel vertrauter ist. Das ist das Buch, was sie gerade geschrieben hat im letzten Jahr und da gibt es eben ein Kapitel, How We Read. Und Sie sehen schon, Close Hyper Machine. Also sie sagt, die Information, die wir haben, ist tatsächlich viel zu viel. Wir müssen uns neuen Arten des Lesens öffnen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und sie untersucht das, was das bedeutet, wie das funktioniert, was das für Auswirkungen hat. Catherine Hales hat hier eine sehr, sehr produktive Auseinandersetzung mit der Informationsüberflutung. Nicholas Carr, der Ihnen im Moment noch nichts was sagt, aber wenn ich Ihnen das Titelbild vom Spiegel zeige, wahrscheinlich schon was. Es ist derjenige Mann, der diese Diskussion losgetreten hat vor einigen Jahren, macht Google uns eigentlich doof. Der Spiegel hat Copy-Paste diese Diskussion kopiert vom Atlantic, hat er auch gar nicht verheimlicht. Und die Diskussion, die dahinter steht, ist folgende. Macht Google uns dumm? Diese Diskussion kommt auf, natürlich aus zwei großen Blöcken gespeist. Der eine Block ist, dass wir lesen gar nicht mehr richtig genau. Wir wissen nur noch ungefähr, ist das wirkliches Wissen? Ist das Wissen, wenn wir nur noch ungefähres Wissen, wirklich real und wichtig? Was ist das für ein Wissen? Der andere Block kommt aus der medizinischen Forschung, aus der Gehirnforschung. Da geht um die Plastizität des Gehirns. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, im Jahr 2000 hat Erik Kandel zusammen mit anderen Forschern den Nobelpreis bekommen, weil er gezeigt hat, dass Speicherungen im Langzeitgedächtnis mit dem Kurzzeitgedächtnis zusammenhängen. Und natürlich das genaue Lesen andere Kurzzeitgedächtnisse aufruft als das kursorische Lesen. Und die Frage war tatsächlich, die sich Nicholas Carr gestellt hat, macht das Internet uns doof? Das Kurzzeitgedächtnis verändert sich. Die Diskussion gibt es auch bei Videospielen und alle möglichen anderen. Das Kurzzeitgedächtnis hat sich natürlich immer mit der Art, dass sich die Rezeptionsumwelt verändert. Und die Frage ist, wie beeinflusst das das Langzeitgedächtnis? Da gibt es eine ganz große Diskussion drum, die auch so schnell nicht abbrechen wird und die uns weiter begleiten wird. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man bei der Diskussion merkt, dass uns die Kraft der Digitalisierung unangenehm ist. Die ist, wenn wir die Frage fragen,
macht Google uns doof? Wenn wir diese Angst haben, merken wir, da ist ein Unbehagen an dieser neuen Technologie, an diesem Wissen, das da ist. Und da gibt es natürlich bestimmte Probleme in diesen Diskussionen. Und das eine Problem ist, ich muss jetzt mal ein bisschen rumwandern. Kann ich das hier nehmen? Hallo, hallo. Ja, wunderbar. Also das eine Problem, das wir haben, ist, dass wir dann natürlich den Menschen als unabhängige Einheit denken. Das heißt, wenn wir sagen, mit der Technologie verändert sich das Gehirn, das darf nicht sein, wir werden abhängig von den Geräten, dann gehen wir natürlich davon aus, dass die Menschen alle unabhängige Individuen sind und die nie von irgendwelchen Geräten, Schnuller, Mutterbrüste, Partner, Mütter, Väter, Lieblingskuscheltiere abhängig sind. Das ist sowas, was man diskutieren kann, Heizung und Herde, wie stark sind wir von denen abhängig, und diese Diskussion gibt es und diese Angst gibt es. Also wenn man sich überlegt, was ein amerikanischer Boy Scout lernt, ist es natürlich immer Feuer machen, weil die Angst natürlich da ist, wir leben mit geheizten Wohnungen, was passiert, wenn uns das genommen wird, dann sind wir nicht mehr unabhängig. Und die Diskussion, macht Google uns dumm, ist natürlich die Angst, von Google abhängig zu werden, was passiert, wenn wir kein Google mehr haben. So kann man das, glaube ich, ganz gut verstehen. Was mich aber noch mehr daran wundert oder was ich daran ganz interessant finde, ist, dass wir die Technologie immer als Entweder-Oder begreifen. Also entweder ist es mit der Technologie und sie macht uns dumm, oder sie macht uns furchtbar klug und alles ist ganz toll. Ich finde, wenn man das genau beobachtet, kann man sagen, dass wir der Technologie gegenüber eine hysterische Einstellung haben. Und das ist was, was sich wirklich durchzieht. Gott sei Dank ist das nicht in allen Bereichen der Gesellschaft so. Ich werde nachher welche zeigen, indem wir uns der Technologie gegenüber normal verhalten. Aber gerade im Moment mit dem Internet und der Digitalisierung ist es auf jeden Fall so. Also die Digitalisierung ist entweder gut oder sie ist böse. Und wenn wir finden, sie ist gut, dann sind wir enttäuscht, wenn sie mal nicht so gut ist, so wie Sascha Lobo neulich, als der NSA-Skandal rauskam. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. So, und das ist so Problem genug, dass man da noch mal genauer hinschauen kann. Zum einen muss man vor der Digitalisierung in dem Sinne keine Angst haben, dass sie nicht umfassend ist. Also eine Sache, die eben da ist, ist, es gibt für alle Geräte einen Ausschaltknopf. Und das ist ganz wichtig, sich darüber klarzumachen. Es gibt eine ganz leichte Unerreichbarkeit des digitalen Seins. Man kann die Geräte abschalten. Und meistens schieben wir auf die Technologie was, was die Technologie gar nicht verschuldet hat. Nämlich, wenn ich mein Handy am Wochenende abfrage, dann ist es nicht mein Handy, das mich dazu zwingt, sondern mein Boss. Das Gefühl, ich muss auf der Arbeit immer up-to-date sein oder ich kann in der Gesellschaft nur noch beherrscht bestehen, wenn ich immer up-to-date bin. Das ist aber da ist die Technik nicht dran schuld, sondern die Art, wie die Technik eingesetzt wird oder eigentlich in was für einer Arbeitskultur leben wir eigentlich. Das andere, was mich gewundert hat, als ich für mein Buch recherchiert habe, was mich wirklich tief gewundert hat, ist, wie kommen wir dazu, eine Technologie, die uns mehr Informationen denn jemals zur Verfügung stellt, die uns erlaubt, individuelles Wissen und Erfahrung anderen mitzuteilen, die uns erlaubt, der dritten Welt medizinische Daten, naturwissenschaftliche Daten zu teilen und auch von denen Daten und Zurückinput zu bekommen. Wie kommen wir davon, dass der größte Diskurs, den wir darüber führen, wirklich der Diskurs ist, macht Google uns dumm? Das ist was, was ich forsche im Open Access Bereich. Das ist da an der Leuphana Universität in Lüneburg, bin ich Direktorin des Hybrid Publishing Lab. Open Access ist der freie Austausch von Wissen. Sie sehen natürlich, kommt meine Verwunderung auch so ein bisschen daher. Aber das ist was, was für mich erstmal einfach nicht logisch klingt. Wie kommt das, dass wir die Technologie verdächtigen? Dabei ist es erstmal mehr Wissen. Wir fühlen uns offensichtlich davon erdrückt und denken, wir müssen das alles selber verarbeiten als einzige Person. Und das Ergebnis, wenn man so etwas dann beobachtet hat, ist relativ einfach. Man muss dann einfach sich denken, okay, wenn das so ist, dann ist in unserer Paarbeziehung Mensch-Technik was nicht richtig. Und die Beziehung zur Technologie braucht eine Therapie. Dass wir so ein hysterisches Verhältnis miteinander haben, sollte so nicht weitergehen. Und es gibt auch Bereiche, in denen das anders ist.
Ein Bereich, in dem wir ein erwachsenes Verhältnis zur Technologie haben, ist der Sport. So. Genau. Das erste Beispiel ist der Fußball. Also der Punkt, den ich hier zeigen will, ist, dass die Regeln sich im Sport immer verändert haben und verändern. Ich gehe jetzt mal drei Beispiele durch und damit sich auch das Spiel massiv verändert. Also hier gibt es um 1865 Begrenzung der Tore mit einer Schnur in Höhe von 2,44 Meter. Unglaubliche technische Veränderung, die ein ganzes Spiel anders definiert. Sonst war es nämlich vorher wie im Rugby, dass der Ball nur zwischen diesen beiden Pfosten sein musste, konnte aber auch meterweit oben drüber sein, hat das Spiel komplett verändert. Im Sport ist es sonst weniger so, da geht es dann um, im Fußball, da geht es dann um Rasenbewässerung oder Trikots. Sehr deutlich merkt man das natürlich in der Formel 1. Hier sind mal ganz viele Regeln gelistet. Das sind einfach die Regeln von letztem Jahr. Es gibt Speedlimits, es gibt bestimmte Gewichtslimits, Getriebe, die so und so lange halten müssen. Es gibt Benzin, dass man so und so viel mitnehmen kann. Also in der Formel 1 gibt es einen ganz, ganz starken Entwurf von Technologie, die wird ausprobiert. Die Firmen, Mercedes und so weiter, sind natürlich immer daran, neuere Renntechnologie zu erforschen. Und wenn die dann zu schnell wird, wenn die gefährlich für den Fahrer wird, wird das wieder eingegrenzt. Und das ist das, was ich ein erwachsenes Verhältnis zur Technologie nenne. Man erforscht sie spielerisch und man grenzt sie dann ein, wenn sie schadet. Ein anderes Beispiel, wo der Sport quasi langweilig wurde, ist das hier, ist Schwimmen. Im Jahr 2008 haben wir 108 Weltrekorde im Schwimmen gehabt. Wie kam es zu dieser wahnsinnigen Zahl? Durch die Technologie. Das waren nämlich die Schwimmanzüge. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, bis 2008 konnte man das sehen, dass die von Kopf bis Fuß Schwimmanzüge trugen oder teilweise auch mehrere übereinander wegen dem Auftrieb. Und dann hat man eben auch neue Regeln eingeführt und hat gesagt, man darf nur einen Schwimmanzug tragen, der muss so und so viel Millimeter dick sein und so weiter. Also das sind alles Bereiche, wo wir sagen können, okay, hier guckt man sich Entwicklung in der Technologie an, setzt sie ein und bessert dann eben nach. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass es gar nicht uns so leicht fällt. Und ich muss sagen, gerade auf der linken Seite, wo ich mich auch eher verorte, gibt es traditionell gegenüber der Technologie starke Vorbehalte, die mich in meiner Forschung natürlich auch sehr interessiert haben. Das geht historisch auf verschiedene Linien zurück. Ich habe da vorher im Vorgespräch auch mit Peter drüber gesprochen. Eine ganz starke Beeinflussung war natürlich Jürgen Habermas' Technik und Wissenschaft als Ideologie von 1968, wo Technik, wo quasi also die These von Marcuse, dass Herrschaftswissen in den Bau von Technologie mit eingeht, ganz entscheidend für eine Richtung war, wie man auf Technologie geblickt hat. Und diese Richtung ist bis heute noch entscheidend, wenn man jüngere oder jetzt auch schon alt gewordene, bekannte Philosophen aus dem linken Spektrum sich anguckt. Antonio Negri, Michael Hart, Slavoj Žižek oder sogar Franco Berardi, der sich sehr aktiv mit Technologie auseinandersetzt. Ist es so, dass Kapitalismus und Technik doch sehr stark als eins gedacht werden. Ich habe das im Netz gefunden. Ich fand, das war ein sehr schönes Beispiel. Also man sieht, dass die Technologie und der Kapitalismus quasi sich in gewisser Weise gegenseitig bedingen und dass die Technologie durch und durch ein kapitalistisches Produkt sein soll. Das, was ich interessant fand, ist aber, wenn man in die Geschichte geht oder wenn man zu einem unserer Urdiskurse, dem marxistischen Diskurs geht, ist, dass es nicht immer als problematisch gesehen wurde. Also das ist ein Zitat aus dem Kommunistischen Manifest. Die Vermehrung der Tauschmittel und der Waren überhaupt gaben dem Handel, der Schifffahrt, der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenen feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung. Wenn man den Terminus revolutionär im Manifest anguckt, bedeutet der erstmal Unruhe. Er bedeutet nicht automatisch, dass sich das in Richtung des Kommunistischen bewegt. Aber es gibt eine Möglichkeit. Also mit der Industrie bei Marx entwickelt sich das Potenzial zu einer Revolution. Das ist was, was man heute immer weniger sieht oder was eigentlich nicht mehr so gesehen wird. Technologie und gerade Digitalisierung wird und nicht
ganz zu Unrecht leider, auch immer als ja, Sache von Banken, Hightech-Kapitalismus angesehen, als etwas, was große amerikanische Verlage, also wir fühlen uns in der Hand von Google, Facebook, Twitter und so weiter. Allerdings tun wir auch recht wenig, um dem irgendwas dagegen zu setzen und entwickeln alternative Technologie. Oder pflegen sie. Blickt man auf den gesellschaftlichen Diskurs, hat man auf der linken Seite, dass man etwas vom Internet will, diese Geste, vom Internet etwas zu wollen, die hat man vernachlässigt. Das Internet ist im Diskurs quasi seit langer Zeit ist es ein Ort der Ökonomie. Es ist am Anfang gleich als New Economy und als Information Superhighway begriffen worden, von allen Leuten so angesprochen worden und nicht als Verbreitung von Wissen, als Open Access oder als Möglichkeiten, ärmeren Ländern einfach Wissen zukommen zu lassen, aber auch einfacher von ihnen zu lernen. Und ich glaube, dass das ein richtig großes Problem ist. Ich habe da ein sehr schönes abstraktes Bild gemalt, das ich jetzt erklären will. ja. Ich finde, was man einmal grundsätzlich begreifen muss, oder wenn man dieses Marx-Zitat nimmt und sich das mal ganz genauer anguckt und durch die Philosophie geht, Technologie ist mit unserer Gesellschaft und mit Wirtschaft verbunden, aber nicht deckungsgleich. Das Bild, das ich gemalt habe, ist quasi Technologie und Gesellschaft, die miteinander verbunden sind, aber nicht das Gleiche. Man kann in gewisser Weise sagen, dass Technologie ihre eigene Logik hat. Sie wird nicht von Menschen gemacht. Wenn ich Sie jetzt frage, was das nächste große Ding ist, dann sind Sie sich darüber unsicher. Sie würden vielleicht sagen, Bitcoin, das erwartet man gerade so. WhatsApp ist ja schon verkauft worden oder gehört jetzt Facebook. Aber wir können nicht richtig voraussagen, was sich eigentlich in der Technologie jetzt in 5 bis 10 Jahren entwickelt. Wir haben auch erlebt, dass große Plattformen, ich komme da nachher nochmal drauf zurück, die Millionen von Usern hatten, die sie begeistert tagtäglich aufgesucht haben, wie MySpace oder StudiVZ, in sich zusammengefallen sind und nur noch digitale Ruinen sind. Technologie hat wirklich ihre eigene Logik und wir Menschen können nicht sagen, da geht's lang. Das bedeutet aber nicht, dass wir sie nicht beeinflussen können, denn mit der Logik der Technologie, mit dem, was sie uns liefert, kann man arbeiten, man kann Technologie gleichzeitig gestalten. Wie wir sie benutzen und in welche Richtung wir sie betreiben, steht den Menschen offen, die sie quasi besetzen und neu und anders ausdeuten. Sozialer Gebrauch, das heißt Gesellschaft und Technologie sind aufeinander bezogen. Das ist jetzt so ein bisschen komplex. Man muss sagen, sie determinieren einander nicht. Das sind zwei voneinander getrennte Einheiten, die sich gegenseitig beeinflussen. Weil das als Figur so ein bisschen schwer zu denken ist, habe ich das da so mal gemalt mit diesen Brücken zwischen diesen beiden Dingen. Aber ich glaube, ich finde das gerade als Linke ganz wichtig zu verstehen. Technologie ist nicht deckungsgleich mit Kapitalismus oder mit Gesellschaft, auch nicht mit einer linken Gesellschaft, sondern es gibt eine Lücke zwischen Technologie und Gesellschaft. Und diese Lücke bietet auch einen positiven Platz zu einem Potenzial, mit dem man politisch arbeiten kann. Da komme ich am Schluss nochmal drauf zurück. Ja, damit bin ich jetzt schon fast im letzten Teil. Und da möchte ich die verbleibenden Minuten nutzen, um Technologie mal von der anderen Seite zu betrachten und auf den zweiten Teil meines Vortrags zu kommen, nämlich wie Digitalisierung den Kapitalismus herausfordert. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wenn man sich das Internet anguckt, was das Internet so gemacht hat, das Internet eigentlich unglaublich viel Kapital vernichtet hat. Ich habe mir dann darüber Gedanken gemacht, ob das ist, was man jetzt mit Schumpeter die schöpferische Zerstörung nennt, also dass der Kapitalismus quasi immer wieder, ich habe glaube ich auch ja hier einen Titel, das als Zitat rausgesucht, die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft. Das Irre, was ich aber an der gigantischen Kapitalvernichtung der Digitalisierung finde, ist, dass das Internet nicht die alte Struktur zerstört. Ohne Zweifel irritiert es die Musikindustrie und irritiert es das Copyright und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es
zerstört auch unaufhörlich die eigene neue Struktur. Das ist was, wo das nicht mehr ganz mit Schumpeter zusammenpasst. Dieses Moment der Kapitalvernichtung könnte man sich von linker Seite mal viel stärker kapern, als man das bisher gemacht hat. Man könnte quasi mal die These durchspielen, und das will ich jetzt tun. Vielleicht fordert das Internet ja den Kapitalismus weitaus mehr heraus, als wir es wahrnehmen, eben weil wir auf dem technischen Auge als Linke blind sind. Und wenn wir das als Ort gigantischer Kapitalvernichtung lesen, gibt es natürlich genügend Beispiele, also erster Börsenkrach, in nur 31 Monaten haben sich mehr als 200 Milliarden Euro in Luft aufgelöst. Aber es gibt auch schöne, viele nicht funktionierende Firmen, angefangen natürlich bei dem bekannten StudiVZ, gestartet 2005, 2007 gekauft von Holzbrink für 85 Millionen Euro und gerade eben von der Investmentgesellschaft World Capital nach längerer Suche von Holzbrink zu einem nicht genannten Preis verkauft, also sehr niedrigen Preis höchstwahrscheinlich. Vielleicht kennt das der eine oder andere von Ihnen, das lief mal eine ganze Zeit, wann stirbt StudiVZ, also weil es immer mehr die Nutzer verließ. Das andere Beispiel, das noch mehr Geld verloren hat, ist natürlich dieses hier, MySpace. MySpace hatte 2006 100 Millionen Nutzer, 2009 260 Millionen Nutzer. Rupert Murdoch hat das für 580 Millionen gekauft, 580 Millionen. Und hat es 2011 für 35 Millionen verkauft. Das ist mal ein ordentlicher Verlust, würde ich sagen. Dann haben wir natürlich Twitter, gerade an die Börse gegangen, Market Cap von 30,46 Milliarden. Wenn man, das ist jetzt ein Artikel von dem Wall Street Journal, wenn man da auf den richtigen Absatz rein, runter scrollt, scannt, dann kann man finden, dass Twitter im letzten Jahr 8,7 Millionen Dollar verloren hat und im nächsten Jahr 511,7 Millionen Dollar verloren hat. Und das ist sowieso etwas, was unglaublich irre ist. Wenn man sich diese ganze Markteinschätzung und den tatsächlichen Umsatz anguckt, ist es also ein wahnsinniger Gegensatz. Ja, also das ist von Facebook die Zahl 174,9 Milliarden Revenue, also Umsatz ist 7,8 Millionen. Das ist eine Spekulation auf eine Zukunft, die so gar nicht eintreten kann. Das andere ist natürlich Google, da sieht es schon etwas realer aus. Da steht man von 404 Milliarden zu 59 Milliarden. Ja, und trotzdem reden wir immer davon, dass eben jetzt die dritte industrielle Revolution kommt, noch mehr Digitalisierung und dass diese Digitalisierung mehr Geld und Profit bringt. Dabei vernichtet sie ja offensichtlich relativ viel Kapital. Was mir, wenn man sich da wieder mal einen Schritt zurückbewegt, was mir so kam, ist, wenn man Marshall McLuhan liest oder sich von ihm inspirieren lässt, dem Medientheoretiker, dann hat man wirklich das Gefühl, wir emulieren auf dem neuen Medium oder in der neuen Phase Digitalisierung das Alte. Also wir erwarten von der Digitalisierung die industrielle Revolution, wir erwarten, dass sich alles ähnlich verhält wie bei der Industrialisierung. Also, dass irgendwelche Firmen richtig große Profite machen, weil das ist das, was wir mit der Industrialisierung erlebt haben. Und dann gucken wir aber da durch und dann finden wir, dass sie eigentlich eher gar keine, nicht so große Profite machen. Was ich mir dann überlegt habe, immer noch diesem Gedanken folgend, vielleicht fordert das Internet den Kapitalismus doch viel stärker heraus, als wir uns das alle denken, kann man sich denken, dass das Besondere eigentlich gar nicht die Information Overload ist, sondern natürlich etwas, was immer mehr auf uns zukommen wird. Also nicht Information ist das Tolle der Digitalisierung, sondern Organisation. Wir leben das im linken Bereich schon teilweise, also wir wissen alle, es gab diese Twitter-Revolution, die relativ umstritten sind und waren, aber eine Sache, die man daran merken kann, ist, das Tolle nicht ist, dass wir auf Twitter alle aufschreien können oder dass wir bei Facebook irgendeine Petition liken können, sondern das Tolle ist, dass wir uns über das Internet sehr, sehr einfach verabreden können, dass wir alle zum gleichen Zeitpunkt das Haus verlassen. Diese Organisation von politischer Bewegung, ist was, was uns vorher viel, viel mehr Aufwand gekostet hat und was viel, viel schwieriger war. Ich habe für mein Buch da auch in diese Richtung viel recherchiert und ich bin darauf gekommen, dass wenn man jetzt sagt, wir leben in einer Zeit, in der Wirtschaft der stärkste Diskurs ist
Und Wirtschaft, den Herrschaftsdiskurs, den einige von uns noch erlebt haben, Politik, also verdrängt hat, dass man dann sagen kann, das Internet bietet tatsächlich eine interessante Alternative, weil man durch das Internet anders organisieren kann. Und das, was mir aufgefallen ist, als ich geforscht habe, ist dass der Bezug zu Geld. Also ich bin relativ viele Charity- oder in England gibt es so, wo ich lebe in London, da gibt es so eine viel, viel stärkere Einbindung von Internet für gerade für soziale Bewegungen und soziale Organisationen und Hilfsorganisationen. Und das Erste, was einem auffällt, ganz egal, ob man sich das Rote Kreuz, Amnesty International, Greenpeace oder was auch immer anguckt, die haben alle eins gemeinsam und das ist der Online-Spende-Button. Das bedeutet aber im Endeffekt, dass alle soziale Hilfe über zentral ganz wichtig Geld organisiert ist, dass Geld eine sehr, sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich bin dann im Internet auf Beispiele gestoßen, wo das anders ist, wo es soziale Hilfsprojekte gab, die das Internet benutzt haben, aber die nicht mehr sich über Geld finanziert haben, sondern indem sie sich anders organisiert haben. Das erste Projekt, das mir aufgefallen ist, war ein Projekt, das es leider heute nicht mehr so gibt. Das war Race Online 2012. Das war ein Projekt, das die digitale Spaltung anging und ältere Leute und arme Leute an den Computer bringen wollte. Das hat alle da draußen aufgefordert zu sagen, Sie haben doch im Büro, da stehen doch abends die Rechner leer. Wollen Sie nicht die Rechner immer am Mittwochabend den Leuten zur Verfügung stellen, damit da Schulungen gemacht werden können? Oder teilen Sie uns doch mit, ob Sie immer Donnerstagnachmittag zwischen 4 und 6 Zeit haben und ein bisschen anderen Leuten Internet beibringen und wie viele Leute Sie sich zutrauen, dass Sie die lehren können. Also man hat ganz, ganz konkrete kleine Einheiten seines eigenen Lebens über ein Interface, das das so abgefragt hat. Haben Sie Rechner? Haben Sie altes Equipment? Haben Sie Seminarräume, die wir suchen können? Können Sie lehren? Eingegeben. Und dann hatte quasi diese Organisation Race Online direkt das zur Verfügung, was man sich sonst klassisch mit Geld erkauft, ja, Räume, um soziale Schulungen durchführen zu können, Rechner, die es braucht und so weiter. Ich habe das mal aufgemalt, dass quasi klassisch wie eine Schule gemacht wird. Es gibt die Verwaltung, Gemeindeerfassung, Gebäude, EU-Richtlinie, Budget, Kontrolle, Lehrer und das alles zusammen wird eine Schule, in die dann die Bürger gehen. Bei Hilfsorganisationen läuft es ganz stark so ab, dass man recht viel, natürlich werden auch Materialspenden angenommen, das ist gar keine Frage, aber ganz zentrale Rolle spielen ansonsten in unserer Gesellschaft meistens die Excel-Tabellen und Spreadsheets, auf denen die Euros zusammengezählt werden. Und das eine Projekt, das ich Ihnen gleich noch im Abschluss zeigen will, hat Yinmove gemacht. Also Sie sehen das hier so. Hier ist noch Geld davor und das wird jetzt gleich verrückt. Das heißt, zuvor brauchte man Geld, um Räume zu organisieren. Das Budget braucht natürlich Geld. Das sind Laptops und Kameras, die man sich organisieren muss, um Unterricht zu machen. Man braucht Kaffee, um den Lehrer wach zu halten und man braucht natürlich Zeit. Und daraus kommt dann hinten ein Produkt, die Schule, das Unterrichten. Das geht jetzt, wenn man sich... Diese Organisation habe ich dann so genannt, Non-Money-Centered Organization. Das sind Organisationen, in denen es immer noch Geld gibt, aber Geld nicht mehr die zentrale Rolle spielt. Sie spielt nur noch eine Rolle unter anderem. Da fragt man sich als erstes, was brauchen wir? Und das sind natürlich immer noch die gleichen Dinge. Nur ist hier klar, dass man sich einen Teil davon direkt über das Internet organisieren kann, weil ein Teil davon einfach schon in dieser Gesellschaft zur Verfügung steht. Von dieser Variante, die ich jetzt sozial auslese, gibt es bereits auf der bösen Seite, auf der Wirtschaftsseite das Gleiche. Das ist sozusagen die kleinteilige Verwaltung von Räumen und Dingen, die durch das Internet der Dinge eintreten wird und gerade dabei ist einzutreten und die natürlich der Traum jedes Retailers und jedes Shoppers ist. Ja, also alle Leute, die in der Wirtschaft sind, träumen davon, dass man jetzt noch alles viel effizienter verwalten kann, um noch mehr Profit rauszuhauen. Man könnte aber diese Räume auch effizienter verwalten, um was Soziales rauszuholen. Und das ist das, was ich meine, wie man Technologie hier in beide Richtungen auslesen kann. Ganz am Schluss noch ein Projekt, das das macht. Jetzt habe ich mein Manuskript komplett verlassen.
Das ist eine Public School in Berlin. Jemand davon schon mal gehört? Das gibt es weltweit. Entstanden ist das in Los Angeles. Und das ist die Idee, dass sich die Schule selbst organisiert. Also das sind natürlich alles so eine Weiterbildungs-Selbst- ja, Schulexperimente. Also hier gibt es eine Lesegruppe, die vorgeschlagen wird an diesen drei Klassen. Und dann geht man zum nächsten Interface. Hier, da gibt es eine Liste und hier sehen Sie, wie viele Leute sich da jeweils eingetragen haben. Und bei der Schule ist es so, man kann das also vorschlagen, dass man das lernen will oder dass man das lehren will. Und dann finden sich genügend Leute, die das auch wollen. Und wenn das eine kritische Masse erreicht hat, ich glaube, das sind so um die 10, dann organisiert das Komitee der Schule einen Lehrer und Räume. Und dann kann man diese Dinge lernen. Das ist in Los Angeles entstanden, da haben sie gesagt, sie sind für alle Themen offen, außer Yoga. Yoga gäbe es in Los Angeles schon genug. Und das sind so erste Möglichkeiten, wie man eben so etwas anders organisieren kann. So. Ich will zum Abschluss ganz kurz noch sagen, dass ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man sich das anschaut. Ich bin mit Kollegen immer drüber am Diskutieren und ich glaube, das Starke, was man in dieser Welt, in der wir leben, wo Technologie so eine wirklich zentrale Rolle spielt und die wird uns auch nicht verlassen. Ja, wir leben, diese Technologie geht nicht mehr weg. Wir leben mit der. Was das aber bedeutet, ist, dass ich Gesellschaft verändert. Und was ich ganz, ganz schwierig finde, ist, dass ich das Gefühl habe, auf der linken Seite stehen wir uns hier selber im Weg, mit der Technologie etwas zu machen, weil wir immer damit beschäftigt sind, das, was ist, zu kritisieren, anstelle andere Gegenmodelle auseinander zu entwickeln, aufzusetzen. Und da gibt es ein ganz großes Problem, weil aus der Welt, aus der wir kommen, nämlich dem politischen Herrschaftsdiskurs, ist das sprachliche Kritik üben an was voller Wirkung. Ja? Die Gegenseite muss sich damit auseinandersetzen. Unsere Parlamente sind aufgebaut, dass das diskutiert wird. Sprache hat Überzeugungskraft und hat immer bis heute noch eine ganz, ganz bestimmte Kraft. Und ich glaube, dass auch immer, also ich bringe meinen Studenten immer noch bei, Überschriften zu schreiben, die dazu führen, dass ihre Texte gelesen und gefunden werden. Und die Überzeugungskraft ist nicht weg. Aber wir leben mit einer anderen Sprache und die wir auch ebenso ernst nehmen müssen. Und das ist die Sprache des Code. Code ist die Sprache, in der Algorithmen agieren. Und wenn wir Algorithmen kritisieren, dann ist das denen herzlich wurscht. Wir können uns alle hinstellen und Facebook furchtbar blöd finden, aber wir haben keine Alternative damit. Und das ist was anderes als beim politischen Diskurs, den wir vorher geführt haben, wo wir miteinander diskutiert haben und durch das Negativ finden sich automatisch eine bessere Lösung herausgeschält hat. Bei Facebook ist das nicht so. Und wir leben gerade in einer Welt, wo wir sehen, dass die meisten Technologien, die sich groß, massenhaft durchgesetzt haben, tatsächlich aus den Vereinigten Staaten kommen, dass wir mit diesen Technologien leben und arbeiten und dass das offensichtlich relativ wenig nützt, wenn wir die schlecht finden oder das nicht gut finden. Uns mangelt es an technischen Alternativen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weshalb meine Stimme sich jetzt so immer, immer ernster wird. Weil ich glaube, dass wir mit der Welt gerade in eine bestimmte Richtung gehen, in der ich mich nicht wohlfühle. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich in meinem Vortrag machen wollte. Copy-Paste bedeutet viel mehr, als dass wir ein bisschen Digitalisierungsfragmente hier und da unangenehm finden. Wir müssen wirklich einen Schritt zurücktreten und zu gucken, wie hat sich die Welt verändert, in welchen größeren Strömen ist das eingeordnet. Und ich glaube, dass man das Entwickeln und Gestalten dieser Welt durch Algorithmen nicht nur den Firmen und den kapitalistischen Firmen überlassen muss, kann. Man muss es aber nicht mal. Es gibt mit Open Source, es gibt mit Open Access, es gibt Gegenbewegungen, die man machen kann und wo man sich engagieren kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mercedes Bund. Ich sehe es an Ihren Gesichtern, also an Fragen, wird es nicht mangeln. Und
ich das vielleicht mal vorwegnehmen darf, egal wie man das jetzt im Einzelnen sieht, liebe Mercedes, wir sind wirklich sehr dankbar für diesen Vortrag, weil der eine sehr eigenständige Position formuliert, weil der sich auch Mühe gegeben hat. Also, die Technologie, konnten Sie mir bis dahin folgen? Ich bin bekannt für eine relativ laute Stimme, aber in der Tat, schönen guten Abend. Also nochmal. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich spreche nicht nur für Sie, sondern auch fürs Internet. Also nochmal für die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet. Schönen guten Abend, wir freuen uns, dass auch Sie dabei sind. Und ich war gerade dabei, mich nochmal für diesen Vortrag zu bedanken, der sich um eine sehr eigenständige Perspektive auf unsere Frage bemüht hat. Und vielen Dank natürlich auch nochmal für diese schönen Skizzen. Ich wusste gar nicht, dass du grafisch so begabt bist. Also, so, ich würde, wenn Sie gestatten würden, vielleicht nochmal zwei, drei Fragen aufnehmen und Mercedes nochmal an zwei, drei Punkten nachfragen. Und Sie können sich schon mal vorbereiten auf Ihre Fragen, weil wir sehr bald dann in eine gemeinsame Diskussion hier im Saal eintreten werden. Mercedes, das sind jetzt zugegebenermaßen sehr schwergewichtige Fragen nochmal, aber ich will sie doch gerne nochmal in der Reihenfolge stellen, nämlich erstens, auch wenn mir das sehr eingeleuchtet hat, dass man vielleicht mal jenseits einer vielleicht auch doch sehr deutschen Technikkritik sich mal überlegen sollte, wie man eigentlich selber vorhat, ich sage es etwas ironisch, die Algorithmen so zu programmieren, dass sie einen gesellschaftlichen Mehrwert haben und dass sie auch irgendwie einer positiven Idee folgen. Mich würde noch mal interessieren, welches utopische Potenzial oder welche Möglichkeiten für eine Gesellschaft du eigentlich im Internet siehst. Das klang am Ende so ein bisschen durch, aber darüber sollte man sich ja schon mal unterhalten vielleicht. Also was ist sozusagen die Technik-Utopie oder was ist die Technik-Vision? Ist das die dezentrale Non-Profit-Struktur oder was ist das eigentlich? Den ersten Unterschied, den man fällen muss, ist, dass keine Technik-Utopie ist. Okay. Es bedeutet, Technik hat utopisches Potenzial, aber die Utopie wird von Menschen gemacht und nicht von der Technik. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also es gibt natürlich auch das Internet, die Diskussion hast du ja auch gut verfolgt, kalifornische Ideologie, diesen Traum in den 90er Jahren, da kommt das Internet und dann brauchen wir keine Politik mehr, da können wir alle dezentral am Ende abstimmen und dann kommt da das Kollektiv kommt dann so automatisch aus der Technik raus. Das ist diese dezentrale Utopie-Gedanke. Die macht natürlich den Fehler, dass sie eben, und deswegen mein Bild war ja so, Technik und Gesellschaft nicht zusammenzulegen, weil ich auch nicht dafür bin, dass man den Menschen von der Pflicht, politisch zu agieren, entbindet, sondern ich würde ganz deutlich sagen, Technik hat politisches Potenzial, aber damit machen müssen schon wir was. Und da komme ich natürlich total von Walter Benjamin her, diesen unglaublich wunderbaren, schönen, veralteten Aufsatz Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, der hat natürlich überhaupt keine Faszination mehr, weil die Technologie ist komplett veraltet. Aber was der da reinliest, ist, es gibt in dieser Reproduzierbarkeit ein Potenzial für den Faschismus und für den Kommunismus, wie er das gesehen hat. Jetzt ist es ganz anders gekommen. Aber das Tolle, was er da drin gesehen hat, war, dass er gesagt hat, wir stehen hier und die Technologie zeigt uns zwei Richtungen auf. An der Technologie können wir diese Richtungen sehen. Aber er hat auch nie gesagt, die treten hier automatisch ein. Ja. Das ist dieser Unterschied zwischen Marx und Benjamin, wo Marx natürlich sagte, die Revolution kommt hochautomatisch. Also dann muss ich mich vielleicht etwas präzisieren. Ich meinte jetzt nicht Technik-Utopie im Sinne von die Technik wird es selber erledigen, aber ich noch mal etwas konkreter. Wo würdest du denn sagen, dass diese Potenziale aus einer politischen Perspektive liegen? Das war eigentlich die Frage. Also ich den ersten Schritt... Für die Demokratie, für die Wirtschaftsweise, für das soziale Zusammenleben. Also für die Wirtschaftsweise, finde ich, ist das das Wichtigste, weil ich glaube, dass das Potenzial darin liegt, dass man Sachen organisieren und umsetzen kann in einem relativ großen Bereich, bei dem Geld nur noch eine Rolle unter anderem spielt.
Und das ist, glaube ich, zu der Art, in der wir gerade leben und arbeiten, eine Entwicklung, die ich schon spannend finde und die natürlich noch nicht so da ist. Und für die Demokratie, was würdest du da sagen? Also für Beteiligungsformen, das klang ja bei dir auch kurz mal so an, vor deinem Schulbeispiel. Das ist ein bisschen schwierig, also da kommt man natürlich, rutscht man dann so ganz möglich rein, ah, da können ja alle sich viel leichter politisch beteiligen. Und gleichzeitig hat dieses, also dass etwas leicht ist, heißt ja auch, dass es schnell wieder weg ist oder keinen Impact hat. Und da bin ich zum Beispiel schon mal viel vorsichtiger, weil ich glaube, dass es gibt eine Möglichkeit, Leute leichter politisch einzubinden. Und politischer Aktivismus in der Bevölkerung ist nicht automatisch da. Ja, den muss man herstellen. Parteien stellen den ja her, klassisch gesehen. Und da ist natürlich viel mehr Möglichkeiten, Leute einzubinden. Aber es ist auch nicht so, also wie gesagt, ich will da wieder weg von so einem, oh, jetzt kommt das Internet und jetzt sind wir alle auf eine ganz neue, wunderbare Art politisch toll. Also das glaube ich eben nicht. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, mehr Leute einzubinden, aber das kann positiv wie negativ genutzt werden. Ja, das Schlimmste war natürlich diese Kony 2012-Petition, die online war, die komplett verhallt ist, wo Millionen sich dieses halbstündige Video angeguckt haben und man jemanden, der schon gar nicht mehr in dem Land war, abschaffen wollte, stoppt diesen unglaublich furchtbaren, diese Militärbestie, und die war erstmal in diesem Land gar nicht mehr und so weiter. Das ist natürlich ein großes Problem. An einen Punkt, der mir noch einfiel. Danke. Vielen Dank. Internet, wir haben Wein bekommen. Sie kriegen übrigens auch gleich was zu trinken, wenn wir mit unserer Diskussion zu Ende sind. Ein Punkt, der mir noch auffiel bei deiner Schulskizze, ist, dass es eine ganz ähnliche Skizze gibt, und insofern kann ich das auch bestätigen, zur Frage der Koordination von Energieversorgung. Also deswegen kam ich auf diese dezentrale Frage nochmal. Das ist nämlich ganz interessant. Es gibt auch so Modelle wie zum Beispiel eine Straße oder ein Stadtviertel, über dezentrale Energieversorgung sich gegenseitig unterstützt und abstimmt. Also insofern. Wie meinst du das jetzt? Erklär das mal, das klingt spannend. Naja, das stammt von einem Bekannten, der erst sozusagen auch für so einen Energiemonopolisten gearbeitet hat und sich jetzt sozusagen auf diese Seite der Guten geschlagen hat, wenn man das mal so sagen darf. Und da ist ja eine zentrale Frage bei dieser dezentralen Energieversorgung: Wer hat sozusagen mit seinem Blockheizkraftwerk wann Energie, wer braucht in der Straße wann Energie und so weiter. Auch das ist so, da spielt, könnte sozusagen dieses Internet der Dinge eine ganz interessante Rolle spielen. So. Aber wenn man jetzt mal kurz dieses Potenzial des Internets konzidiert und sagt, okay, es geht eigentlich auch um einen politischen Aneignungsprozess oder einen gesellschaftlichen Aneignungsprozess, dann wäre ja immer noch die zweite Frage, die wir jetzt auch so ein bisschen auf der Höhe uns anschauen müssen, wie ist eigentlich sozusagen der Stand der gesellschaftlichen Machtverhältnisse? Also die Frage kann ich dir jetzt, glaube ich, nicht ganz kann ich dir jetzt nicht ganz ersparen. Also was würdest du sagen mit Blick auf die Ist-Situation heute, wie ist da sozusagen der Spielstand? Ich meine, wir haben wahrscheinlich in bestimmten digitalen Bereichen tatsächlich eine starke Monopolisierung, das kann man schon sagen, auch apropos Internet der Dinge, auch der ganze Warenverkehr, Amazon, diese Dinge. Wir haben in Europa natürlich eine enorme Monopolisierung der Wissensmaschinen, mehr als in den USA, habe ich neulich gelesen. Also das sind, in den USA hat Google, glaube ich, nur was, 70% oder 65, in Europa sind es 90 oder was. Und wir haben gleichzeitig, das ist ja jetzt auch so eine viel diskutierte Verbindung, ja auch eine starke, sagen wir mal, problematische Synergie zwischen ökonomischen Monopolen und
staatlichen Interessen. Also auch da gibt es ja so eine Querverbindung, die muss ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Die Zeitungen sind ja Gott sei Dank, würde ich sagen, im Moment voll davon, sodass jeder da ja auch sich so eine Meinung bilden kann. Also nochmal die Frage, wie würdest du sagen, ist gerade eigentlich der Spielstand zwischen politischer Macht und diesem emanzipatorischen Potenzial, auf das du so sympathisch immer wieder hinweist? Ja, also das Irre ist, dass man eigentlich, wenn man sich von der klassischen Perspektive, ich sag jetzt mal die Herrschaftsverhältnisse allein im Internet anguckt, sieht es ja eigentlich grauenvoll aus, weil wir wissen, dass wir von großen monopolistischen Firmen wie Google, ist eigentlich der Hauptmonopolist, ne? Also derjenige, der unser Wissen verwaltet, bedient werden und uns auch gerne bedienen lassen. Gibt es irgendjemanden hier, der explizit nie Google benutzt oder versucht zu vermeiden? Wir sitzen alle in einem Boot. also inklusive mir, ich habe mich auch nicht gemeldet. Also es gibt diese große Maschine. Parallel dazu ist nicht nur da diese große Maschine, die uns alle bedient und von der wir uns alle gerne bedienen lassen, sondern es gibt noch den Staat oder die Staaten. Und nur wo sie sich gegenseitig jetzt angefangen haben zu bespähen, werden sie sauer, weil natürlich vorher war es immer der Traum jedes Staaten, dann doch die Vorratsdatenspeicherung der eigenen Bürger doch zumindest irgendwie für ein paar Monate, Jährchen verfügbar zu haben, um uns besser nachverfolgen zu können. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man das Internet aufmacht und reinguckt auf den ersten Blick, ist es eigentlich das pure Grauen. Trotzdem sind wir da ja alle täglich drin und haben dieses Gefühl nicht. Und das finde ich eigentlich relativ verwunderlich, ja, dass das Internet, das immer als New Economy angeschimpft wurde, das von dem man eigentlich nur Profit wollte, doch ein Ort ist, an dem sich die Menschen miteinander irgendwie auf eine spannende Art und Weise austauschen und wo man doch immer wieder Informationen findet, die für einen gut ist. Und das liegt wirklich nur daran, dass die User diese Maschinenplattformen, Google, Facebook, Twitter etc. bevölkern und das zu einer menschlichen Technologie machen. In gewisser Weise kann man sagen, gibt es das Gegengewicht der User, die mehr Gewicht haben, als das klassisch in der Industrie der Fall waren. Aber gleich, also ich spreche jetzt wirklich mal nur so aus so einer ganz subjektiven Sicht. Ich meine, gleichzeitig ist man doch in diesen technischen Gehäusen unheimlich gefangen. Es sei denn, man ist bereit, sehr viel Zeit und auch Krebs zu investieren, um dem zu entrinnen, was wir wahrscheinlich alle tun sollten, weil auch das leuchtet mir total ein, dass man sich mit diesen Dingen befasst und auch sowas wie Gegenmacht versucht zu entwickeln. Aber das ist ja nicht so leicht, wie es klingt, ne? Das setzt voraus, dass man sich richtig damit befasst. Ne? Nee, also Yahoo zu benutzen oder Google ist wirklich nicht so schwierig. Das ist nicht so schwer. Aber trotzdem macht es keiner. Und Bing ist jetzt keine so wirklich schlechte Suchmaschine im Bildbereich, tatsächlich besser als Google. Trotzdem benutzen wir das nicht. Also es ist nicht so, dass es wirklich so technisch schwierig ist, eine Alternative zu benutzen. Es liegt an uns, ja. Also gut, aber zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade sehr... Im Gespräch, zumindest in meinem Freundeskreis, dass man Mails verschlüsselt, dass man so Verschlüsselungstechnologien anwendet. Da gibt es jetzt so richtig so wie Tuba-Partys auch so, wie heißen die? So, also irgendwelche Verschlüsselungspartys, wo man das erlernt und so weiter. Das leuchtet ja alles auch total ein. Nur, wir werden es wahrscheinlich irgendwann noch alle machen, aber das... Trotzdem, das technische Gehäuse ist ja schon massiv, indem man sich so bewegt. Ne? Ja, es ist natürlich so, dass wir von unserer Technik einfach, und das ist wahrscheinlich falsch, erwarten, dass sie nahtlos funktioniert. Ich meine, wie unglaublich frustriert sind wir, wenn der Rechner mal nicht will. Ja? Also wir empfinden das als vergebene Lebenszeit. Wahnsinn, ja. Dabei ist das tatsächlich, müsste man das als einen politischen Ort, den man sich einrichtet, begreifen. Ja. Das mache ich selber auch viel zu wenig. Aber das ist es eigentlich tatsächlich. Ja. Und wir müssten wir können auch bei uns anfangen und sagen, das sind Entscheidungen, die wir viel bewusster treffen müssen. Welches Programm benutze ich? Warum? Das ist interessant. Ja. Wie sehe ich das? So, wir sind bei ersten
Publikumsfragen, wobei Sie nicht nur Fragen stellen dürfen, Sie dürfen auch sich einfach in die Diskussion einmischen, aber bitte ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind schon, also die Sonne ist schon Mann wieder ohne am, Eigenschaften, am Untergehen. Robert Musil. Habe ich gerade aufgehört. Hat so. Mich über ein Jahr gekostet. Bitte schön. Wir haben ein Saalmikrofon, Stefan Depping, bei dem ich mich genauso wie bei Anne Ulrich mal herzlich bedanken will für die Organisation dieser Veranstaltung. Hat ein Mikrofon in der Hand und wird dieses, ach hier gibt es noch eins, bitte schön. Ja, hallo. Mercedes, ich würde dich gerne noch mal zu einer kleinen Zeitreise einladen, ungefähr die Zeit, wo ihr Debug gegründet habt. Da gab es ein Buzzword, was also sehr stark von unseren holländischen Freunden betrieben worden ist, damals aber durchaus mit einem internationalen Netzwerk, und das war der Begriff Tactical Media. Ja, das heißt, die haben sich damals sehr stark darauf konzentriert, dass man, wenn man sozusagen einen politischen Blick aufs Internet, auf digitale Technologien wirft, dass man taktischen Gebrauch davon machen kann. Das heißt also, im Vordergrund standen spontane Aktionen, sowas wie Aktionismus, Aktivismus im Netz. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sozusagen politisch gesehen in den 18 Jahren, die seitdem irgendwie verstrichen sind, sich nicht sehr viel geändert hat. Das heißt, selbst wenn wir jetzt diese Twitter-Revolution uns angucken, ist es im Wesentlichen, und das ist dann auch der Kritikpunkt, ein taktischer Gebrauch, den wir von den Medien machen. Das heißt, für eben das Einholen von Leuten zu spontanen Zusammenkünften, das Kommunizieren, das sich vergewissern, da sind Leute, die ticken ähnlich und so weiter und so fort. Es ist nicht so, dass, und das hatte ich so ein bisschen erwartet, als du am Anfang von diesen eher tektonischen Verschiebungen gesprochen hast, die du betrachten willst, dass wir jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen sind, wo wir eher dahin müssen, sowas wie einen strategischen Gebrauch vom Internet zu machen. Das heißt eben auch langfristig sozusagen zu planen, zu koordinieren. Es gibt dafür ja Beispiele, also etwas, was ich als einen strategischen Gebrauch zum Beispiel sehe, ist die Entwicklung von Linux und GNU-Systemen, die einfach über Jahrzehnte hinweg eine massive Bewegung ausgelöst haben und in gewisser Weise ja ein sozusagen planerisches Vorgehen in diese Richtung waren. Jetzt haben wir festgestellt in den letzten Monaten sehr schmerzhaft, dass es sowas gibt wie eine Gegenseite, nämlich die Staatsmacht, die Geheimdienste, die sehr wohl strategisch daran gegangen sind und das Internet wirklich sozusagen umgekehrt haben als einen großen Überwachungsapparat. Und im Grunde genommen ist ja jetzt zum Beispiel eine der strategischen Herausforderungen darauf, eine gute Antwort zu finden. Also zu sagen, wie gehen wir langfristig, wie Sascha Lobos Enttäuschung jetzt mal so als Beispiel genommen, wie holen wir uns das Internet zurück? Also das fände ich nett, wenn du dazu ein bisschen noch was sagen würdest, diese Spannung zwischen sozusagen taktischem Gebrauch und strategischem Gebrauch. Danke. Danke. Das war natürlich das, worauf ich am Schluss hinaus wollte oder hinausgegangen bin. Also wir können nicht mehr einfach nur kritisieren, wir müssen technisch bauen. Ja? Wir müssen coden, planen. Wir können nicht einfach nur gucken, ob Twitter uns was Nettes anbietet und es dann auch nutzen. Also ich würde tatsächlich sagen, Open-Source-Technologie ist ein ganz wichtiges öffentliches Gut. Open Access ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung, die es gibt, die man natürlich auch als Wirtschaftseinheit sehen und lesen kann. Das ist nicht so, dass es automatisch gut ist. Es ist auch so, dass Open Source nicht automatisch gut ist. Ich meine, die meisten Wirtschaftsserver laufen auf Apache, was Open Source ist. Das ist eben auch eine interessante Entwicklung. Aber ich bin da völlig bei dir. Also ich glaube, eine strategische, technische Entwicklung, ein stärkeres Interesse, ein Auseinandersetzen mit Technik ist absolut wichtig. Ja. Konkrete Sachen, also bei der NSA zum Beispiel bin ich der Meinung, ehrlich gesagt, dass das kein technisches Problem ist. Und ich finde die technische Antwort, wir verschlüsseln uns jetzt alle, das fängt so ein technisches Wettrüsten an. Ja? Und dann suchen die wieder nach einem besseren Algorithmus. Das ist ein politisches, das ist für mich ein politischer Diskurs. Ja? Der muss zwischen Menschen und nicht zwischen Technologie entschieden werden. Das ist eine Auseinandersetzung, die wir Menschen untereinander führen müssen, wo einfach ganz klar ist, das geht nicht. Das kann nicht sein. Und das muss politisch klar gemacht werden. Ich bin da nicht auf der Seite, dass ich sagen muss, wir müssen jetzt technisches Wettrüsten anfangen. Also da, finde ich, muss man auch unterscheiden. Bei anderen Sachen finde ich ja. Ja, da müssen wir mal überhaupt technisch anfangen aufzuwachen. Aber wenn das in dieses Wettrüsten reinläuft, das ist so eine Entwicklung vom Kalten Krieg bis heute. Vielen Dank. Nein, ich bin da.
Ich habe schon das Mikrofon, ich bin schon sozusagen jetzt in diesem Sinne bewaffnet. Was ich die ganze Zeit heraushöre und was mich ein bisschen stört, ist bei dir, die Technik ist neutral, wir müssen sie nur richtig anwenden. Ich habe in meinen Jahren gelernt, Technik ist nicht neutral. Technik hat immanent ganz bestimmte Tendenzen. Guck dir sozusagen vor Jahren an, die Atomenergiestrategie war eine ganz bestimmte Tendenz. Klar kannst du Atomkraftwerke und so weiter entsprechend demokratisch gestalten. Aber die Umkehr war dann dezentrale Energieversorgung. Ich will das nicht weiter. Technik ist nicht neutral. Und das, was ich im Internet sehe, ich will es mal sehr deutlich benennen, ist eine riesige Zentralisierungsmaschine, die zentralisiert sozusagen den Informationsfluss und die Entscheidungsstrukturen. Ich bin überwiegend im Ausland tätig. Ich habe inzwischen die Situation mit Projekten, ich übertreibe es mal, wenn du im Ausland in Afrika sitzt und aufs Klo gehst, musst du dich per Internet zu Hause bei deinem Desk Officer abmelden, weil der sozusagen dir 1:1 innerhalb von Sekunden eine Anweisung auf den Tisch geknallt, sozusagen, schick mir was zurück. Und sozusagen, es ist generell eine Zentralisierungsmaschine. Und das Schizophrene ist dabei, wir individuell empfinden wir das mit einer riesigen Gehirnwäsche, so kommt es mir inzwischen vor, dass es sozusagen das kleine iPhone, das Telefon zu benutzen, eine individuelle Befreiung ist. Guckt euch das mal an, als sozusagen, was wir da sozusagen betreiben. Ich sehe es inzwischen wirklich auch als eine Gehirnwäsche. Dazu kommt noch, dass das ganze Internet basiert auf riesige zentrale Netzinvestitionen, die sozusagen ja nicht nur aus Menschenfreundlichkeit getätigt wurden, sondern einen ganz bestimmten Sinn und eine ganz bestimmte Struktur und eine ganz bestimmte Tendenz beinhalten. Jetzt mache ich Schluss, ich muss nicht ein volliges Co-Referat halten. Vielen Dank. Gut, dann machen wir hier noch eins links und dann gehen wir aber wirklich auf die Rechte. Ich hätte gerne noch mal gefragt nach dem Verhältnis vom User zum Citizen. Der kam ja bei Ihnen auch vor als Bürger. Also ich fand ja sehr interessant, dass bei diesem Schulprojekt Stadtrechte gewählt wurden, und zwar von nicht wenigen, um so etwas zu lernen. In welchem Verhältnis steht das denn? Baut der User eine andere Gesellschaft auf, nämlich die Netzwerkgesellschaft oder die wissensbasierte Informationsgesellschaft oder so etwas, als der Bürger, der Citizen, der so etwas wie die Zivilgesellschaft aufbaut? Und sind die Interessen auch anders? Der eine möchte gerne Geld verdienen oder Profite oder vielleicht mehr wissen oder ist gierig nach Information und der andere ist interessiert vielleicht doch mehr an gutem Leben, an sinnvollem Leben, an glücklichem Leben oder so etwas. Und Sie haben das jetzt so sehr stark dann wieder zentriert auf den User. Ich wäre eigentlich mehr interessierter, das wieder an den Citizen irgendwie zu binden. Können Sie da vielleicht noch was sagen? Wir würden noch eine Frage nehmen, und zwar hier, genau. Bitte schön. Ja, mein Name ist Frank Geratz. Ich habe eine Anmerkung und dann noch ein paar Punkte. Also einmal finde ich es ganz hervorragend, dass Sie den Algorithmus so hervorheben. Also ein bisschen ist das halt so, man steht vor Mathematik und Informatik gerne so groß beeindruckt und respektvoll davor. Ich bin selber Mathematiker und Informatiker und lebe das immer wieder und dann erkläre ich den Leuten immer, ja, du hast vielleicht schlechte Lehrer, aber ist alles keine Hexerei und alles nicht so schwierig. Und man muss sich einfach klar machen, das, was wir so beeindruckende Maschinen im Internet finden, sind vergleichsweise übersichtliche Algorithmen, noch nicht mal die komplexesten der Welt. Ja? Und also insofern lassen sich dazu auch Alternativen entwickeln, die gibt es auch in aller Regel, auch mehrfach. Wir müssen uns im Prinzip darauf verständigen, sie zu nutzen und Open Source zu nutzen und so weiter. Und daraus abgeleitet zwei sozusagen Vorschläge, die ich Ihnen mal gerne zur Beurteilung sozusagen unterlegen würde. Eine Sache, die gerade im Schwange ist, ist, Facebook hat zum 10-fach überhöhten Preis WhatsApp gekauft. Also in gewisser Weise eine junge Generation, die machen kein Facebook mehr, die machen jetzt WhatsApp, jetzt kaufen sie also die Konkurrenz. Das ist auch so ein bisschen so ein Anzeichen für Facebook ist am Runtergehen. Jetzt gibt es den Vorschlag, sozusagen zu so einer anderen Maschine zu wechseln. WhatsApp ist ja nun so gar keine Hexerei, das ist im Wesentlichen SMS mit Gruppen und ein paar Bildern kann man damit verschicken.
Ich fände das ganz interessant. Facebook kauft für 20 Milliarden WhatsApp, plötzlich entleert sich WhatsApp und die 20 Milliarden sind dahin. Das wäre doch eigentlich ein schöner Lerneffekt für Facebook, wenn nur die Frage, ob und wie man das gesellschaftlich organisiert kriegt. Und ob dann nicht, also ich werde gerade von verschiedenen Seiten... Wird ja schon gerade versucht, ne? Ja, ja, genau. Aber trotzdem, die Frage wäre halt, ist das hoffnungsvoll, kann man das machen? Ein anderer Vorschlag, den ich mal gehört habe, neben der allgemeinen Verschlüsselung im Internet, das ist ja die Lösung, die er eben sozusagen mal andiskutiert hat, dass wir alle dazu übergehen, einen Künstlernamen im Internet zu führen. Facebook will immer Echtnamen, ist klar, aber Facebook ist langweilig, ist Vergangenheit und lass die mal. Und wir könnten ja auch sagen, jeder von uns hat so eine zweite Identität, das ist so seine Internet-Identität, da kann die NSA dann viel dran rumchecken, was es damit auf sich hat. Davon weiß die aber noch nicht, also die Rosenholz-Datei, die gibt es dann nicht hoffentlich und jeder verwendet auch Fantasie darauf, seine Identität so ein bisschen auszuschmücken und zu fälschen und irgendwie falsche Spuren zu legen und so weiter, bis wir alle sozusagen zwei Identitäten haben. Was halten Sie davon? Und schließlich möchte ich noch eine Sorge zum Ausdruck bringen, wo ich überhaupt keinen Vorschlag sehe, wie man das vermeiden kann. Und zwar bin ich eigentlich ursprünglich ein ziemlicher Zeitungssüchtiger, also Bücher, da sehe ich eigentlich weniger die Gefahr, dass die verschwinden, aber bei Zeitungen, also so der Genuss, eine ganze FAZ oder eine ganze Taz zu lesen und insbesondere die abseitigen Artikel, so irgendwelche Essays auf Seite 17 oder auch die Meldungen unter Vermischtes, die sind mir oft die wichtigsten, um mein Weltbild zu erweitern oder zu vervollständigen. Ja, und die fallen aber weg, also auch wenn man die FAZ im Internet oder die Taz im Internet liest, dann liest man da die Top 10. Und ich mache mir richtig Sorgen und noch, die sind zwar, die schmelzen dahin wie Eis in der Sonne, die Zeitungen, aber noch gibt es sie ja. Und meine Frage wäre, ob Sie irgendeine Idee haben oder einer von euch beiden da oben oder einer aus dem Publikum, wie man irgendwie diese Art von Zeitunglesen retten kann. Mercedes, wir haben genug Fragen auf dem Tisch. Ja, also das Problem mit den Zeitungen habe ich nämlich auch, weil ich die Artikel auch so am liebsten lese. Und der Guardian hat jetzt so eine unglaublich schöne Webseite, wo das so emuliert wird. Und ich habe schon die neue Beta-Seite gesehen, die kommen wird im Design. Oh, das ist nämlich auch so, hier ist nur Technologie und hier ist nur von, und das so dieses Geführte des Users, ganz furchtbar. Also ich glaube... da war schon Sonntagszeitung der Einruf. Also Wochenzeitung würde ich auch sagen, tendenziell Papier bleibt, wird seltener. Luxusgegenstand, sagt man dann. Also einmal pro Woche. Wochenzeitung, sagt man im Allgemeinen, haben eine große Zukunft auf Papier. Tageszeitung ist ein bisschen problematischer. Liegt ja auch wieder an uns. Wir bestellen die ja ab, weil wir nicht mehr zum Lesen kommen. Aber das liegt auch daran, dass die Nachrichten einen überall verfolgen. Sogar wenn man in Frankfurt auf dem Bahnhof steht, auf dem Gleis, kriegt man die Nachrichten auf das Gleis, auf einen Screen hinterhergejagt. Da ist auch kein Wunder mehr, dass wir keine Zeitung mehr lesen. Zwei Identitäten. Das mit den Identitäten ist ein riesengroßes Problem. Da weiß ich immer nicht ganz genau... es gibt gleichzeitig natürlich auch die andere Diskussion, dass Leute im Internet furchtbar gebullied werden, wo man dann diese zweite losgelöste Identität eigentlich nicht mehr so gern haben will oder Vergewaltigungs- oder Familienumbringungsbedrohungen bei Twitter-Usern durchgeführt werden, wo man auch sagen muss, das geht auch so nicht. Also das, da gibt es irgendwie so diese zwei, da habe ich leider keine Lösung für, das ist noch ein größeres Problem als mit den Zeitungen. Und das... ja, also ich glaube, dass das auch nicht geht und technisch ist es so sehr seltsam, der Diskurs hat sich ja komplett geändert. Am Anfang war es ja so, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, gab es mal so einen Cartoon, wo so ein Hund am Computer war und zu dem anderen sagte er, im Internet weiß doch keiner, dass ich ein Hund bin. Und heute diskutieren wir das eben ganz andersrum, weil wir halt heute das Gefühl haben, also diese Überwachung so im Vordergrund steht mit den Identitäten. Aber im Internet ist es tatsächlich... so wie bei allen anderen Sachen, man kann sie natürlich fälschen, es kostet aber Aufwand, technisches Know-how. Das haben Sie wahrscheinlich, aber meist der Normal-User wahrscheinlich nicht. WhatsApp, was war da die Frage noch? Ach genau, wie kann man das bewerkstelligen? Dieser Diskurs läuft ja gerade schon. Also es wird ja gerade versucht, die Leute auf WhatsApp rauszutreiben. Wer ist oder war denn schon mal von Ihnen auf WhatsApp? Na, alle verkauft an Facebook. ist jetzt jemand weggegangen von WhatsApp? Wow, ja, also es läuft, könnte aber tatsächlich noch mehr werden. Und ich weiß, dass ein Schweizer alternatives App ganz großen Zulauf plötzlich bekommen hat. Und das muss man natürlich medial steuern. Da braucht es natürlich ganz, ganz klassische Medien, die das unterstützen, aufnehmen, darüber berichten.
und natürlich dann im Internet parallel auch Bewegung. So könnte man das dann bewerkstelligen. Und vielen Dank mit den Algorithmen. Also ich kann Ihnen nur alle sagen, schauen Sie sich mal so einen Algorithmus von innen an. Also man kann bei den HTML ja auch ganz leicht auf eine Taste drücken. Bei Safari ist es, glaube ich, Apfel E und den Source Code sich ansehen. Oder mal einem Programmierer zu gucken, wie der über seinen Code guckt. Das ist tatsächlich alles viel einfacher oder gar nicht so, wie man beim Auto die Motorhaube aufmacht. Es ist nicht so, dass man das... Ja, man muss sich das mehr angucken. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das unglaublich wichtig ist. Und da will ich noch einen ganz kurzen Punkt machen. Wir rufen ja ganz oft nach einer Algorithmenethik. Das ist aber eigentlich wiederum dieses verschobene Ding. Was wir brauchen, ist, dass ein Vorstand nicht mehr zur Versicherung sagen kann, die Leute, die jetzt gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen sind, die sortierst du bitte aus in eine höhere Kategorie. Das Problem sind nicht die Algorithmen. Das Problem sind die Werte, die wir in diese Algorithmen eingeben. Und das sind gesellschaftliche Werte. Und bei uns ist es gerade so, dass sich Gesellschaft und Wirtschaft immer im Diskurs vermischt und uns immer mitgeteilt wird, was für die Wirtschaft gut ist, ist auch für die Gesellschaft gut, ist natürlich kompletter Quatsch. Da liegt, glaube ich, das Grundproblem. Algorithmenethik ist keine Schuld von der Technologie, sondern sind die Werte der Wirtschaft, die in diese Algorithmen reingehen. Profit, User, Citizen, Zivilgesellschaft, da wäre man auch bei der Trennung. Sie haben so ein bisschen gesagt, dass man... Also der Witz ist ja, in die Zivilgesellschaft wird man ja auch reingeboren. Die wählt man sich ja nicht edel und ist dann fürs Gute, sondern viele von uns finden sich ja einfach so drin und manche von uns finden das gut. Die gehören dann wahrscheinlich zum Mittelstand und viele von uns finden das vielleicht langweilig oder es gibt dann die Problem der Politikverdrossenheit, die auf uns zukommt, mit der wir agieren. Und ich weiß nicht wirklich, ob der Begriff Citizen für das Internet so übertragbar ist. Ich finde User, ehrlich gesagt, da stimme ich Ihnen voll zu, auch so einen leeren, blöden Füllbegriff, als ob wir in einer Zeit leben, die noch nichts Besseres hätte. So ein Mischding für irgendwas, was halt digital ist. Aber ich glaube, dass User nicht nur Profit bedeutet. Und ich glaube aber auch, und da bin ich leider keine große Hilfe, dass wir diese Riesenkonglomerate, wo sich Millionen von Menschen auf einer Plattform treffen und alle die gleiche Plattform angucken, dass wir noch gar nicht begriffen haben, was das ist. Das sind natürlich noch keine neuen Länder, aber das erreicht natürlich Zahlen, die Länder sonst haben. Und das ist ein neues gesellschaftliches Phänomen, das fragil sein kann, aber auch sehr effektiv. Und das ist dieser User. Wie gesagt, ein unangenehmer Begriff, aber leider noch keiner, der zu ersetzen ist mit irgendwas. Und am Schluss noch, um zu sagen, ob ich denke, dass Technologie neutral ist, nein. Deswegen habe ich ja auch gesagt, Technologie hat eine Logik, es gibt Tendenzen, aber mit diesen Tendenzen kann man umgehen. Also ich glaube nicht, dass sie neutral ist und keine Auswirkungen hat, sondern ich glaube, sie hat Auswirkungen. Aber man kann in diese Auswirkungen kann und sollte man gestalten, wenn man ein aufgeweckter Bürger ist, so würde ich das sagen. Ich glaube nicht, dass das Internet eine Zentralmaschine ist. Ich glaube, das hängt von der Anwendung ab, die Sie oben drauf setzen. Wenn man sich das Protokoll unten drunter ansetzt, das Irre am Internet ist ja dieses End-to-End-Protokoll. Das ist ein dummes Netzwerk, wie man dann im Fachterminus so schön sagt. Der User am Ende definiert, was er aus diesem Internet macht, ob er das als E-Mail, als Telefon benutzt, ob er da mit Filme guckt. Also es sind vollkommen verschiedene Protokolle. Und dadurch würde ich nicht sagen, dass das zentral ist. Ich fand es ganz interessant, dass Sie auf das Internet geschimpft haben, aber eigentlich das Mobiltelefon meinten. Und ich habe auch fast das Gefühl, dass das Mobiltelefon im Leben von vielen von uns das größere Problem darstellt. Und wiederum, und dann höre ich auch auf zu reden, gibt es dabei diese zwei Seiten. Wenn Sie jetzt zu einem Elternteil gehen, das sein Kind verloren hat und heutzutage sein Kind mit dem Mobiltelefon anrufen kann, dann ist dieser Elternteil unglaublich glücklich für den Moment. Das ist der positive Teil. Der negative Teil ist natürlich das, was Sie beschrieben haben. Kaum sind Sie weg, müssen Sie sich einloggen, ausloggen. Die Arbeit weiß immer, wo Sie sind und was los ist. Oder die Arbeit kommt Ihnen in den Urlaub mit diesem kleinen Ding hinterher und es braucht eine bewusste Entscheidung, das nicht so oft anzugucken oder auch gar nicht mitzunehmen. Das ist, glaube ich, also das, was gesellschaftlicher eingreifend ist, oft, gerade in diesen kleinen Sachen, ist dieses Ding hier.
Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir würden noch eine zweite Runde machen, soweit noch Fragen im Raum sind. Bitte schön. Ja. Ja, guten Abend. Ich bin froh, dass Sie gerade gesagt haben, dass das Internet als Technologie nicht wertneutral ist und möchte trotzdem nochmal in dieselbe Kerbe schlagen. Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass das Internet nicht anerkannt wird, eine große Skepsis dem gegenübersteht. Sie hatten von Hysterie gesprochen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, aber eigentlich will ich darauf hinaus, dass dieser Materialismus, von dem Sie gesprochen hatten, Marx, dass die Technologie das Bewusstsein bestimmt und nicht andersrum, das ist mit dem Internet schwierig. Es ist die Grundlage von einer Revolution, wie Sie gesagt haben, die nicht absehbar ist. Mit dem Google Glass und so weiter, dieser Fortschritt, da ist alles möglich. Und wenn alles möglich ist, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, was wir wollen. Und da würde ich dann eben die idealistische Position beziehen, Anti-Marx, und sagen, okay, wir müssen uns ganz klar fragen, was wir wollen. Wir können der Technologie nicht freien Lauf lassen. Und wenn wir das nicht können, wenn wir diese Grundposition haben, dass wir nicht freien Lauf lassen können, dann ist Hysterie oder Skepsis oder, wie ich sagen würde, einfach eine fundamentale kritische Position gegenüber der technologischen Entwicklung absolut angebracht. Das als Kommentar dazu. Ja. Vielen Dank. Ja, dann verlassen wir morgen alle mal Google. Gibt's noch eine weitere Frage oder einen Kommentar? Das scheint mir doch. Bitteschön, Stefan, hier vorne. Erste Reihe. Ja, genau. Ja, ich bin nicht jung genug, um mit diesem oder in diese ganze Problematik hineingewachsen zu sein. Ich habe schon Schwierigkeiten mit dem Wort digital. Das ist eine Ableitung von Digitus, dem Finger. Aber was es bedeutet, ist mir noch nicht richtig aufgegangen. Das hat mir auch noch keiner erklären können. Es wäre schön, wenn Sie das mal nachholen könnten. Du müsstest jetzt erstmal Wikipedia anschmeißen. Ja. Naja, von Wikipedia halte ich auch nicht viel. Aber zweitens eine Bemerkung. Sie haben viel von Technologie gesprochen und manchmal von Technik. Ich habe allgemein die Erfahrung gemacht, heute wird meistens Technologie statt Technik gesagt. Und Sie haben das ja auch dann korrigiert. Manchmal ist die Beobachtung richtig, dass das falsch gebraucht wird. Es gibt ja in der BRD-Sprachregelung gibt es ja manche Worte, deren Sinn oder deren Bedeutung anders gesehen, verstanden und gemeint wird als ursprünglich. Ich denke nur an die Personifizierung der Politik und alles sowas. Nicht, was natürlich das Verständnis und die Verständigung erschwert. Dankeschön. Ja, das antworte ich jetzt ganz kurz, weil das, Sie haben ja eher so einen Kommentar gemacht, was ich auch unterstützen würde. Digital und Technik sind zwei Begriffe, die ein bisschen miteinander es schwer haben. Die sind sich sozusagen fremd. Natürlich gibt es digitale Technik, aber in unserem Sprachgebrauch ist Technik eigentlich ein Begriff, der sehr abgeschlossen ist, der was sehr Bestimmtes meint. Die Technologie oder die Technologisierung, mit der wir leben, oder die Digitalisierung, ist eigentlich etwas, wo sich die Technik ausweitet. Also man spricht ja mittlerweile auch davon, dass wir im Anthropozän leben, dass wir in dem Zeitalter leben, wo der Mensch sozusagen mehr, die Erde, dass die Zukunft der Erde mehr bestimmt als irgendetwas anderes, was wir auf der Welt haben. Also wirklich einen Abdruck hinterlässt. Und ein ganz großer Verstärker ist natürlich dabei nicht die Technik nur alleine. Also da wäre man dann so zurück bei Heidegger. Sondern ich würde schon sagen, die Technologie. Also bei der Digitalisierung ist es auch das Problem, dass die Technik natürlich von unserem Gefühl immer was Materielles hat, was Greifbares. Technik ist das hier.
Wenn wir über Algorithmen sprechen, haben wir aber jetzt eine Sprache, die aufgeschrieben ist, ein Programm, das läuft, ein Zustand einer Maschine. Und da sprechen wir dann weniger von Technik, da würden wir von einer bestimmten algorithmischen Technik des Suchens sprechen oder von einem bestimmten Algorithmus als Technik. Aber wir haben eigentlich eher das Gefühl, dass es was Größeres ist, was nicht materiell greifbar ist, und benutzen dann oft den Begriff Digitalisierung, Technologie. Digital ist so ein Begriff, der einem immer ein bisschen entwischt. Wir haben ihn klassisch, er kommt natürlich von dem Finger, das stimmt, von dem Abzählen. Klassisch ist er als das definiert von 0 und 1, etwas, was nicht analog ineinander übergeht, sondern wo es eine ganz krasse Trennung gibt in zwei unterschiedliche Zustände. Erwischt, hallo. Da braucht es keine NSA. Und da gibt es einen großen Unterschied, aber tatsächlich kann man heutzutage sagen, sagt einem das so auch gar nicht mehr so viel. Also wenn wir jetzt, und das ist auch sowas total Interessantes an der Digitalisierung, wenn man sich das tatsächlich unten anguckt, was da passiert, das hat mich in meinem Buch auch so fasziniert, wenn wir uns wir haben so Probleme, Technologie einzuschätzen, weil wenn wir bestimmte Sachen wissen, wie zum Beispiel, ich fange jetzt mit einem ganzen Beispiel vor der Digitalisierung an, wie fährt eine Lokomotive, Ingenieur erfindet Lokomotive, wissen wir die Auswirkungen dieser Technik überhaupt nicht. Zum Beispiel, als die Dampfmaschine eingeführt wurde und die Lokomotiven erfunden wurden dann schließlich, hat niemand gedacht, dass der Tourismus und der Pauschaltourismus ein Effekt dieser Technologie sein wird. Und das meinte ich auch, wenn ich sage, die Logik der Technologie ist für uns nicht nachvollziehbar, weil niemand konnte damals voraussehen, dass der Pauschaltourismus, der tatsächlich von Thomas Cook eingeführt wurde, der eine Eisenbahnfahrt zusammen mit einem Ticket für eine Veranstaltung verbunden hat und damit Thomas Cook, heute noch Reisebüro, erfunden hat, das konnte man aus der Technik, ein Dampfmaschineningenieur hätte das nicht ableiten können. Und das ist das gleiche Problem, das wir haben mit der Digitalisierung, wenn wir verstehen, wie Mark Zuckerberg, wie eine Plattform läuft, heißt es noch nicht, dass wir verstehen, was damit alles gemacht werden kann. Und auch da wiederum ist aber ein Freiraum, den man sich politisch greifen kann. Da kommt der Utopismus wieder zurück. Jetzt können wir aber aufhören. Okay. Noch eine letzte Frage oder ein letzter Kommentar? Anne Ulrich meldet sich von ganz hinten. Ja. Zu der Frage, wie der Kapitalismus herausgefordert wird. Du hattest vorhin gesagt, dass es, oder du hattest einen Unterschied aufgemacht zwischen der Industrialisierung und oder der industriellen Revolution und der jetzigen technischen Entwicklung im IT-Zeitalter. Zum einen glaube ich nicht, dass es nur darum ging, Geld zu verdienen und jetzt tut man das nicht mehr so. Ich habe jetzt auch einen Eindruck, also es ging natürlich auch in der Industrialisierung wesentlich um die Umgestaltung von Arbeitsverhältnissen, also ja, diese technischen, die Produktionsverhältnisse nach Marx haben ja damit zu tun, wie Leute arbeiten und so weiter, wie sie eingebunden sind. Und mit der modernen Industrialisierung auf IT-Basis haben wir jetzt doch eine Menge damit zu tun, dass sehr wohl einzelne Leute einen Haufen Geld verdienen, aber die anderen eben auch, also es entsteht nicht unbedingt neue Arbeit gewissermaßen, ja, nicht in neuen Zusammenhängen gewissermaßen, die wird jetzt nicht fordistisch oder wie auch immer, sondern die verschwindet, die lässt sich nicht retten gewissermaßen. Das ist eine große Herausforderung in dem Zusammenhang, dass man vielleicht kein Geld braucht, um pfiffige Sozialinitiativen zusammenzubringen, ja, oder Bewegung zu organisieren oder sowas. Aber andererseits ist es für viele Leute auch richtig schwer, Geld zu verdienen in der Zeit. Und das braucht man, um Miete zu bezahlen, Essen zu kaufen, Kinder großzuziehen und so. Also dieses Kapitalismus herausfordern hat auch so ein bisschen was von unterliegen, oder? Nee, das nicht. Also die Frage ist, das Blöde ist, das Problem, den Kapitalismus herauszufordern und dabei aber immer noch seine Miete bezahlen zu wollen, ist natürlich ein Grundproblem, das man dann hat, wenn man von hier aus in eine andere Welt ausbrechen muss und will. Nun ist die Frage, was gehört dazu? Gehört es dazu, dass es uns allen gut im Kapitalismus geht, damit wir dann eine bessere Utopie bekommen können? Das kann es nicht sein. Mein Vergleich mit der Industrialisierung war erstmal natürlich, dass die Kapitalintensität von digitalen Maschinen ist weitaus geringer als die Kapitalintensität bei alten klassischen Produktionsmitteln. Aber es braucht die Arbeitskraft und die wird tatsächlich, das haben Sie richtig gesagt,
absolut oft unterschätzt, gerade im Digitalen. Firmen, Start-up-Firmen funktionieren gut, weil Investment-Leute da Geld reinstecken, damit die länger arbeiten und sich Löhne und Miete bezahlen können. Firmen, die das nicht haben, die kein Kapital an sich reißen können, um Arbeitskräfte zu bezahlen und weiter operieren zu können, haben ein Problem. Das ist tatsächlich so, dass man das auch so sehen kann. Allerdings ist es so, dass man natürlich linke Technologie in dieser Welt aufmachen kann. Natürlich ist es so, dass unser Staat nicht auch noch auf Microsoft Word laufen muss. Natürlich könnte der eigentlich auch eine Open-Source-Technologie nehmen, wie das in München mal benutzt wurde. Natürlich ist es so, dass wenn ich der Bundeszentrale für politische Bildung Technologie anbiete, da wenigstens mal Open-Source-Technologie eingesetzt werden muss. Und ich weiß, ich kenne den Leiter da, Thorsten Schilling, der ist daran auch interessiert. Also ich glaube, es gibt in einem Bereich von dem, wenn wir sagen, wir Linke sind schon viele, wenn wir uns da mal gegenseitig unterstützen würden, dann können vielleicht die Leute, die das programmieren, auch ihre Miete zahlen. Da glaube ich schon, dass es einen Unterschied gibt. Und wie gesagt, also die Entwicklung, dass 1% immer mehr Geld bekommt und wer sozusagen, und das ist ja auch ganz krass, man muss sich mal überlegen, die wirtschaftliche Entwicklung oder die gesellschaftliche Entwicklung, diese Spaltung, das ist tatsächlich ein Bild, das wir aus dem Internet kennen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon diesen Longtail gesehen hat, den habe ich jetzt gar nicht in meinem Vortrag drin gehabt. Der Longtail ist eigentlich ein Element gewesen, das ist eine Pareto-Verteilungskurvenrechnung, wo es einen ganz kurzen Kopf gibt, eben diese 1% Reiche oder die Leute, die 1% viel verkaufen, die Celebrities, die auch ganz viele Twitter-User haben, das kann man auf alle unterschiedlichen Felder anführen und einen ganz, ganz langen Schwanz. Am Anfang, als das im Internet aufgekommen ist, hat man als erstes gesagt, ja großartig, toll, auf iTunes hat sich jeder Song mindestens einmal verkauft und endlich haben auch die kleinen Sachen eine Nische. Das Problem ist aber, dass offensichtlich, und da glaube ich schon, dass die Technologie zum Beispiel Tendenzen hat, es in diese Nische reingeht. Also wir leben eine gesellschaftliche Entwicklung, wo die Verteilung der Löhne immer mehr diesem Long Tail, diesem unglaublich kurzen, hohen Kopf und diesem langen, armen Schwanz, der ganz dünn ist, näher kommt. Und das ist auch eine Gesellschaft, in der will ich nicht leben. Ich glaube, da ist aber ein Moment angedacht, wo man nicht hysterisch gegen das Internet sein darf, sondern wo man sagen muss, wenn es so eine Entwicklung gibt und die Gesellschaft sich in so eine Richtung verteilt, dann muss man da politisch gegensteuern. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sehen kann und muss. Genauso wie man die Industrialisierung natürlich ab einem bestimmten Moment politisch gesteuert hat, wo man gesagt hat, wir führen soziale Absicherungen ein, wir sind gegen Monopolisierung von Firmen und führen hier Kartell ein und so weiter und so fort. Und da würde ich echt sagen, müssen wir im Moment auch gesellschaftlich total aufpassen. Da haben wir noch gar nicht angefangen, weil wir mit der NSA und der Überwachung und dem Copyright so beschäftigt sind. Aber das ist eine gesellschaftliche Verteilungskurve, der wir uns nähern. Die sieht man in der Technologie, mit der wir leben und arbeiten. Wir alle gehen nicht von Google weg. Wir arbeiten selber so und machen diesen Kopf immer größer. Und da muss man sozusagen nochmal die Ideologie, mit der man lebt und arbeitet, selber aufmachen und anschauen und sich überlegen, will man das so und was könnte man sonst wollen? Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wenn Sie hier kurz mal nach links zu dem Jäger sitzt, sagt man glaube ich schauen, dann sehen Sie, dass die Sonne inzwischen wieder untergegangen ist und das ist ein Zeichen dafür, dass auch unser Abend sich langsam, sagen wir mal, der offizielle Teil des Abends sich dem Ende zuneigt. Der informelle Teil des Abends ist noch lange nicht zu Ende, denn draußen gibt es Brezeln, wie mir zugetragen wurde, und Getränke. Lassen Sie mich noch drei Sachen kurz sagen. Ich möchte mich bei Ihnen herzlich bedanken für den, ich hoffe, Sie teilen es im Großen und Ganzen, sehr, nicht nur launigen, sondern auch durchaus interessanten Abend. Und ich will mich zweitens natürlich ganz besonders bei Mercedes Bunz bedanken, für die ohne die dieser Abend nie stattgefunden hätte. Vielen herzlichen Dank. Ich will schlussendlich, wenn ich das kurz noch sagen darf, Sie schon, deswegen habe ich übrigens kurz mein Handy angeworfen, weil ich meinen Terminkalender mit diesem Handy seit geraumer Zeit führe und mir nicht mehr sicher war, Sie gerne noch auf die nächste Veranstaltung in dieser Reihe hinweisen. Die findet nämlich am 12. Mai statt, richtig Stefan? Am 12. Mai statt.
zu D wie Drastik. Und dieser Abend widmet sich sozusagen allen Politiken der Drastik und ist, das verspreche ich Ihnen, nicht nur was für Fans von Horrorfilmen und Heavy Metal, sondern es geht um Übertreibung, Überspitzung mit Blick auf Medien und Journalismus und so weiter. Mit dem fantastischen Martin Saar, der uns dazu einen Vortrag halten will, wird und mit dem wir darüber sprechen dürfen. So, und jetzt ist tatsächlich der offizielle Teil beendet und draußen gibt es was zu trinken. Vielen Dank.